Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empire of Sin. Und es steht in allen Klatschblättern, in einer Fleischlieferung an eine Metzgerei in Westloop Gate wurde ein menschlicher Fuß gefunden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Cops ihn zu einem Schlachthaus im Fulton Market zurückverfolgen, wo sie und ihre Bande regelmäßig selbst ein paar Tiere entsorgen. Tja. Gerissenheit legt den Trottel in meiner Bande um, der dafür verantwortlich ist, und lasst ihn für die Cops liegen. Nee, das machen wir nicht. Brennt das Schlachthaus nieder, nennen wir es ein Grillfest. 50% Wahrscheinlichkeit für Führungsqualität und Verruf oder einige Mitglieder der Bande erhalten die Eigenschaft Kriegsneurose. Da mache ich mir keine Sorgen. Da gehen mehr tote Gangster durch als mein Bestattungsinstitut. Durch mein Bestattungsinstitut. Da war's. Das war sicher nicht mal einer von mir. 60% Wahrscheinlichkeit. Minus. Aber nur 50%, dass sie ruhig erhalten. Wir testen das. Die Cops kommen vorbei und befragen sie und lassen nicht locker. Offenbar haben sie etwas, was sie mit dem Fuß verbindet. Vielleicht lassen sie sie in der Ruhe, wenn der Preis stimmt. Ja, ich denke, komm. Weniger Razzien ist gut, plus 2000. Wir geben dir ein bisschen Kohle. Sehr schön. Rein da mit euch. Beziehungsweise reisen nach, bitte. Und dann rein mit euch. Sehr gut. So, wo ist denn der gute Hugh? Da ist er. I'm here. Ja, I'm here. Sehr gut. I'm here. Der wollte noch nicht mit uns reden. Auf geht's. So, darf ich dich kurz stören? Miller, habe ich doch gesagt. Du sollst mich Boss nennen. Klar, Boss. Entschuldigung. Ein Freund von mir aus der Army war vor kurzem im Forbidden Fruit. Da hat er Lieutenant Stanley Jackson wiedererkannt, einem Offizier, mit dem er in Frankreich gedient hat. Ein echtes Arschloch, das auch noch überlebt hat. Aber eigentlich hätte er sterben sollen. Das würde ich gerne richtigstellen. Du hast deine Army, Miller? Das hätte ich gar nicht gedacht. Du trägst ja nur diese komische Uniform. Sehr witzig. Okay. Männer, die gegen die Deutschen gekämpft haben, hilft man doch immer wieder gern. Wirklich. Ernsthaft. Nein, die Option nehmen wir natürlich nicht. Klingt, als könnte mir das eine Menge Ärger machen, Hugh. Wenn sie mir nicht helfen, dann hole ich ihn mir eben selbst. Na gut, Miller. Erzähl mir. Also, ich war immer stolzes Mitglied der 369. Die Harlem Hellfighters. Wir haben 191 Tage an der Front verbracht. Mehr als jede andere amerikanische Einheit. Wir haben auch mehr Verluste erlitten als alle anderen. Und ein unserer eigenen Soldaten haben uns verdammt nochmal angespuckt. Wie Bestien. Die sogar verdammten Deutschen haben uns mehr respektiert als unsere eigenen Leute. Und er war der Schlimmste von allen. Du bist jetzt Teil meiner Bande. Wo zum Teufel ist der, dieser Kerl? Ich weiß es nicht, aber jemand aus der Belegschaft des Forbidden Fruit könnte es wissen, wenn wir mal nachhaken. Und sobald wir wissen, wo er ist, gehen wir hin und schießen ihm in die Fresse? Boss, wenn ihr jemanden tötet, dann bin ich das bitte. So wie sich das gehört. Was ist nur aus der Befehlskette geworden? Alles klar, Soldat. Abmarsch. Okay, minus 2 Moral? Na, herzlichen Glückwunsch. Aber bevor wir das machen, wir haben eine Menge Kohle und wir haben 188. Wir holen uns Nummer 6, eventuell Nummer 7. Wichtig. Und dann werden wir langsam unsere Sache hier ein bisschen besser machen. Und wir werden anfangen, unsere Gebäude aufzuwerten. Das ist auch wichtig. Ich denke, wir sind auch relativ weit gekommen jetzt mit unserem Gangster-Imperium. Na, das, aber wir brauchen definitiv eine größere und schrecklichere Bande. Denn ich kann euch verraten, so schaffen wir den Krieg trotzdem nicht mit 5 Leuten. Da brauchen wir 6 oder 7, brauchen wir schon. Und das wird uns mit Sicherheit diese Folge beschäftigen. Also, als allererstes gucken wir mal sie hier an. Was haben wir denn hier? Nisp. Ich liebe es. Ich liebe es. Sehr geil. Granaten hat die gute Dame. Maschinengewehre. Mittlere Reichweite. Wir sollten vor allen Dingen
auf den Schwarzmarkt. Das sollten wir echt machen. Ah, Mist, haben sie noch eine von. Eine Polizeischutzweste. Sehr gut. Munition brauchen wir hoffentlich erstmal nicht. Verbandszeug. Das lassen wir erstmal. Dann haben wir zumindest die. Und dann gehen wir hier rein ins schwarze Büchlein. Und dann gucken wir uns sie mal an. Ja, also ich muss sagen, ach, sie ist verunstaltet. Das bringt uns Überredungskunst. Das ist bei ihr aber, würde ich sagen, nicht so sicher. Wichtig. Treffsicherheit. Also ganz ehrlich, bis auf ein paar Granaten schmeißen, kann die Alte nichts, ne? Die lassen wir mal weg. Was kriegen wir denn bei 175? Wieso haben wir hier 188 und die ist noch nicht freigeschaltet? Okay, das ist ein Bug. Oder? Seht ihr das genauso? 188 haben wir hier. Und sie ist noch nicht freigeschaltet. Vielleicht müssen wir auch irgendwie erst diese Szene beenden. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal raus. Ich weiß nicht, ob wir die eventuell gerade erst bekommen haben. Dass wir einmal diese Szene beenden hier. Vielleicht gehen wir mal wieder rein. Sie waren schon lange genug ein Stachel im Fleisch dieser Stadt. Sprechen Sie letztes Gebet. Die Donovans haben den Krieg erklärt. Och, nicht schon wieder, ey. Verlassen. Okay, das bringt mich zu der Überzeugung, dass wir... Beziehungsweise Krieg erklärt. Ich meine, die haben noch nichts mehr. Ich meine, The Loop ist fast sicher. Ja, die haben noch ein gottverdammtes Gebäude. Okay, das bringt mich auf jeden Fall dazu, dass wir hier jetzt angreifen werden. Ein bekannter Charakter. Ja, das könnten die Donovans durchaus sein, ne? Da sollten wir echt mal aufpassen. Also, wir ziehen das jetzt durch. Wir kaufen uns jetzt zwei Leute. Und dann gehen wir zum Angriff über. Wir haben hier einmal den Arzt. Na, das wird nicht besser. Das wird nicht besser. Das ist ärgerlich. Was ist denn mit ihm hier? Also, er hat ein Maschinengewehr. Mittlere Reichweite. 72 nur. Das ist mir ein bisschen wenig. Sie ist schon angeheuert. Was kann sie? 100. Ah, das ist gut. Handfeuerwaffen, Nahkampfwaffen, Gewehre, Präzisionsgewehre. Ja, das ist gut. Dann hätten wir zwei mit einem Präzisionsgewehr. Und er könnte mit einem Maschinengewehr umgehen, hat 110. Das finde ich tatsächlich besser als ihn hier. Unser kleiner Pimpfling hier mit 72, alles 55. Was ist mit ihr? Okay, Treffsicherheit ist 75. Wie sieht es bei ihm aus? Auch 75, 78 Nahkampf. Den finde ich nicht schlecht. Was hat der denn alles? In Not geraten, Initiative, Casino-Einnahmen, wenn im Unterschlupf ausgerüstet. Boxer. Eine Katze hat 9 Leben. Einmal pro Kampf. Wenn ein Angriff diese Person töten würde, wird sie anstattdessen mit... Boah. Sehr geil. Das heißt, mit 20 von ihren Punkten zurückgeworfen. Minus 20% Verletzungsgefahr. Okay. 10% Schaden beim Nahkampf, weil er so alkoholsüchtig. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Sie halten 2 Moral, wenn sie in einen Kampf verwickelt werden, aber verlieren 2 Moral, wenn sie eine Woche lang keinen Kampf hatten. Ah, das ist auch, das ist doof. Ah, das ist ärgerlich. Ich meine, der ist ein guter Typ, ne? Das ist ein... Der ist nicht schlecht. Aber er kostet erstmal relativ viel und die Eigenschaft hier, die macht's... Die haut's wieder raus. Wenn wir nichts Besseres finden, dann nehmen wir ihn. Sie nehmen wir auf keinen Fall. Gucken wir nochmal da rein. Sie hat mir genagt, nehmen wir auch. Wir müssten mal gucken, ob wir noch irgendeinen finden, der wie er mit Maschinengewehren umgehen kann. Wir haben ja schon ihn hier. Er hat ja auch schon Maschinengewehre. Ach, hier, das ist das gleiche Problem, ne? 2 Moral. Donovans Wache getötet. Ah, das ist natürlich ärgerlich, ey.
Davon sollten wir uns keinen zweiten holen. Der hat übrigens gerade keine aktive Entwicklung. Was ist das denn? Sperrfeuer? Dann gucken wir mal gleich. Reduziert die Deckung aller erlittenen Schaden 10%. Erhöht jedoch den erlittenen Schaden außerhalb der Deckung 10%. Nein. Gewehre brauchen wir auch nicht. Wache wird jetzt durch feindliche Bewegung und Aktion ausgelöst. Das finde ich gut. Fuck yes. Yes, fuck yes. Okay. Okay, also der hat mit Aggressivität schon das gleiche Problem. Dann wäre das mit ihm ja kein Problem. Aber sie holen wir uns als zusätzliche Präzisions- und Gewehrschützin. Auf jeden Fall. Ja. Die holen wir uns. Möchten sie auswählen, was sie lernen sollen? Ja. Ich würde mit ihr tatsächlich gerne den Knieschuss erlernen. Als Präzisionsschützin. Mhm. Das heißt, sie liebt ihn. Was spricht denn gegen ihn? Maschinenpistolen 63. Wir könnten ihm... Ja, wir könnten ihn dann... Er hat auch sogar ein Maschinen... Ein kleines Gewehr mit dabei. Aber er kann nur Maschinenpistolen nehmen. Nein, das gefällt mir nicht. Angeheuert unbekannt. Die sind noch frei, aber da fehlen uns noch Verrufpunkte für. Wie sieht es denn hier aus? Aktuell geöffnet, geöffnet, geöffnet. Wir geben aktuell für die Bande 2000 aus, aber wir verdienen durch die Bordelle ja auch genug. Ich würde tatsächlich noch gerne eine weitere nehmen. Hey, how you doing? Wir müssten die halt echt regelmäßig einmal die Woche einen Kampf machen. Und wir haben nicht mehr genug, um das zu machen. Das geht nicht. Wir können ihn nicht nehmen. Wir bräuchten einen anderen. Der hat nur... Er hat nämlich Maschinengewehre. Und das sind nur Maschinenpistolen. Er hat auch Maschinengewehre. 84. Kochendes Blut. 100% Chance, kochendes Blut zu aktivieren. Immer wenn... Eigene GPs oder GP als Verbindung 25% fallen, besteht die Möglichkeit, dass diese Person um sich schlägt und ein zufälliges Ziel angreift. Ah, das ist doof. Ah, die gefällt mir auch nicht. Und wir nehmen doch ihn hier. Ah, ich weiß nicht. Das ist alles irgendwie doof. Wir lassen das erstmal so, wie es ist. Und... Also mir gefallen die anderen alle nicht. Vielleicht bei 200. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber das gefällt mir sonst echt nicht. Nee, das lassen wir so. Dann werden wir erstmal... Sie hier hat 100. Er hat 84. Hat eine Weste, passt. Er hat 72. Kriegt die Polizeischutzweste. Er hat braucht nichts und er kann die hier haben. Ja. Alles klar. Sie kriegt nichts, kann eine Autobatterie kriegen. Sauerstoffflasche. Ja. Keine Ahnung. Sie ist vom Beruf Arzt. Okay. Wir können ihr das nicht geben. Dann bleibt es bei keine. Wir haben hier keine weiteren Hilfsmittel. Ich meine, so richtig Nahkämpferin ist sie auch nicht. Aber wir können ihr ein paar schöne Waffen geben. Wir haben noch... Okay, die ganzen Sachen sind nicht möglich. Das brauchen wir uns gar nicht angucken. Wir haben also effektiv zwei Waffen, ist die Frage. Einzelschuss lang. Einzelschuss sehr lang. Magazingröße 5. 30% Überwachungswinkel von Wache. Ich bin mir echt unsicher. Ich würde sagen, wir geben ihr das hier.
genau. Ja, okay, passt. Rolle. Nee. Ich würde tatsächlich gerne, das ist ja eine unserer Missionen. Wo haben wir es denn? Wir sollen jemanden zum Berater machen. Also, das machen wir. Und zwar würde ich gerne, wir haben ja jetzt hier eine ganze Menge Leute. Er hier. Er hat aktuell zwar nur 80 Moral und Loyalität. Aber was heißt das? Das ist natürlich auch doof, ne? Wir können mal gucken. Er hat am meisten Moral. Was ist denn mit, was ist mit ihm hier? Berater. Was braucht denn ein Berater für Eigenschaften? Vielleicht steht das ja. Vielleicht steht das ja irgendwo. Konnte man das denn nachlesen? Da muss ich jetzt echt mal gucken, wo man das nachlesen konnte. Bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Hm. So, entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung, bevor ich hier lange suche. Habe ich mal kurz einen kleinen Schnitt gemacht. Und es ist natürlich beim Gangsterboss, beziehungsweise beim schwarzen Büchlein, das habe ich schon wieder vergessen. Und hier können wir den Berater sehen. Berater sind das Bindemittel zwischen Boss und Truppen. Der Berater steigert die Moral der Gangstermitgliedes und sollte durch seine Überredungskunst glänzen. Okay, dann werden wir das mal machen. Überredungskunst. Also 36, 30, 36, 33. Ja. Er hier, ne? Allerdings müssen wir mit ihm auch regelmäßig in den Krieg gehen. Ich denke, das werden wir machen. Ich denke, das werden wir machen. Wir werden ihn zum Berater ernennen. Ja. Sehr schön. Das müsste uns auch eine weitere Aufgabe erbringen. Ja, wunderbar. Sehr gut. Und was wir jetzt machen, wir gehen nach hier und werden dieses Gebäude hier. Unbekannt. Da werden wir hinreisen. Und das werden wir uns mal angucken. Das ist von Unbekannt verwüstet worden, zwar, glaube ich, wir. Wir haben noch einen Punkt. Und dann werden wir uns Nummer 7 holen. Und damit greifen wir dann an. Unterhalten Sie sich mit Eddie. Was? Moment. Hier gibt es eine ganze Menge Sachen. Rex Brevant mit dem taumelnden Mann, nur eine Ablenkung. Ach, auf der Suche nach Eddie, das könnte man tatsächlich mal machen, aber ich würde echt gerne erst den Typen da erledigen. Obwohl wir da bestimmt die ein oder andere wer ist denn das jetzt gewesen? Sie haben einen Hinweis erhalten, dass der Boy am Ende des Monats Razzien durchführt. Wenn Sie Ihre Ablenkung innerhalb von 30 Tagen auf ein Maximum erhöhen, wird das Boy Sie übersehen. Wenn Sie das nicht tun, fliegen Sie auf und unterhalten Sie sich mit Eddie. Okay, das ist also eine zeitkritische Sache. Das sollten wir also als allererstes tatsächlich machen. Scheiß auf den Krieg hier. Das ist wichtig. Unterhalten Sie sich mit Eddie. Wo ist Eddie? Da. Wo ist Eddie? Ist er hier drin? In der Nerdbar. Dann reisen wir da mal hin. Eintreten bitte. Dann werden wir mal mit ihm reden. Hallo? Was ist? Was glotzen Sie so? Tut mir leid, Eddie. Ich muss sie umlegen.
Okay. Immer wenn Sie tot sehen, wissen Sie das. Warum? Ich habe doch gar nichts getan. Bitte, ich gebe Ihnen auch Geld. Schauen Sie einfach weg. Lassen Sie mich laufen, dann bekommen Sie 2000. Klingt doch gut, oder? Nicht so ungut, Eddie. Tut mir leid. Ja, was soll's? Ja. Matt denn Dunbar? Ach komm, das ist bestimmt ein, die haut gleich wieder ab. Daniel, ja dann. Letzte Ölung und bitte. Doch gesagt, wir wollen nicht tot sehen. Das war doch ziemlich easy. Ja, Verruf 200. Als Arzt macht sich Rocco Melucci aus beruflichen Sorgen darüber, wie viel Minerva Lee trinkt. Okay, Dr. Rocco Melucci macht sich Sorgen aufgrund der zunehmenden Alkoholabhängigkeit von Minerva Lee und half beim Entzug. Minerva ist nun abstinent. Schön. Auftrag begonnen, zu Fremden zurückkehren. Ja, gerne, das machen wir. Nur eine Ablenkung, zu Fremden zurückkehren. So. Erstmal müssen wir hier raus aus der Bude. Und dann können wir uns gleich hoffentlich einen neuen Typen holen. Ja, ich weiß, ich bin toll. Das ist ja nicht. Ah, herrlich. Das Spiel ist genau was für mich, ey. Das ist. Ich find's herrlich. Zu Fremden zurückkehren. Ach, da ist er schon. Na dann. Einmal reden, bitte. Hey, Sie da. Sie haben Alec Callahan hier irgendwo gesehen. Ich habe ein Paket für ihn. Er ist tot. Tatsächlich? Nun, dann wird sich ja niemand vermissen. Gut. Möchten Sie das vielleicht? Eddie wird es ja wohl nicht mehr brauchen. Klar. Immer her damit. Danke. Sagen Sie, gehört Ihnen die Nerdbar? Nicht. Sagen Sie, Ihnen gehört die Nerdbar, nicht wahr? Waren Sie in letzter Zeit mal dort? Sieht echt gut aus. Und ich habe gehört, ist auch sehr diskret dort. Danke. Sehe ich mir mal an. Oh. Wir haben eine metallene Schutzweste erhalten. Uhr. Und was auch immer das hier ist. Das ist sehr gut. Also. Einmal hier rein. Und dann werden wir die metallene Schutzweste. 84. Die würde ich gerne ihm geben. Die hat 30. Ja, sehr schön. Und dann können wir 72, hat die beste Weste. 90, 100. Ihr können wir die normale Baumwollweste geben. Perfekt. Jetzt werden wir mit dem Büchlein hoffentlich, ja, 200. Sehr gut. Okay, die können nicht miteinander. Dann kommt wohl nur er in Frage. Er kann... Ah, schade. Er ist auch jemand für Präzisionsgewehre. Ach, die sind wahrscheinlich schon angeheuert. Deswegen können wir die nicht nehmen. Ach, das ist doof. Hey. Ach, und er kann mit Maschinengewehren umgehen. Und er hat 127. Ach, das ist jetzt echt ärgerlich, ey. Das ist jetzt wirklich doof. Ganz echt, den Typen brauchen wir nicht. 72 Maschinenpistolen. Ey, komm. Ja, Maschinengewehre, ich weiß. Ja, komm. Kann ich nicht ändern? Nehmen wir den jetzt. Dann müssen wir halt regelmäßig Leute töten. Mein Gott. Patrick Grady anheuern. Monatlicher Anteil 4%. Ja, ich denke, das ist tatsächlich die beste Option. Okay. Er kriegt auch das Sperrfeuer. Ja. Alles klar. So. Dann gucken wir mal, dass wir ihm eine schöne Knarre geben. Eine Schrotflinte, nein. Goldenes Maschinengewehr nicht. Wir haben ein paar schöne Maschinengewehre. So. 24 und 26. 7% Schaden auf kritisch
8%. Magazingröße 45, 25. Feuerstoßmittel. Minus 15 Treffsicherheit, minus 20 Treffsicherheit. Eieieiei. 8 Reichweite von Wachen. Wir geben ihnen trotzdem das hier. Das passt. Weste haben wir nicht. Er will keine Autobatterie mitnehmen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Was sieht denn hier aus? Nahkampf 78. Ja, Mensch. Aber wir haben leider nichts dafür. Die Pistole. 16, 17, 5. Gucken wir, ob wir noch was Besseres haben. 16, 17, 5. 11. Das ist ja wohl ein Witz. 18, 21. Die könnte man nehmen. 20, 24. Oh ja. Die würden wir ihnen noch geben. Ja, Mensch, perfekt. Dann werden wir jetzt in den letzten Minuten nochmal in unsere Geschäfte gehen. Und nach den ganzen Geschäften sortieren und die mal durchgehen. Ich möchte nämlich gerne bei allen Geschäften, wir könnten die eigentlich alle so durchgehen. Sehr schön. Okay, also, ich möchte gerne bei allen auf Sicherheit 2 verbessern. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten durchaus angebracht. 6000, wow. Bordell klein. Verdacht 80%. Ah, da sollten wir lieber in Ablenkung investieren. Ja. Das sollten wir auch beschleunigen. Und dann werden wir direkt die nächste Stufe und auch beschleunigen. Dann hier Sicherheit. Brauerei, Kleinsicherheit haben wir schon. Ablenkung haben wir auch schon. Alles auf 2. Northern Garage. Dann würde ich sagen, hier machen wir nochmal mehr Ablenkung. Casino. Bitte verbessern. Nerdbar haben wir auf 2. Ablenkung ist voll. Sehr gut. Unterschlupfsicherheit verbessern. Ja, perfekt. Red Widow verbessern. Alles klar. Factor 6 Club ist schon verbessert. Forbidden Fruits ebenfalls. Ah, das kann man sich leisten. Schade. Da haben wir fast alles. Dann sollten wir bei der Nerds Bierbude tatsächlich den Verdacht nochmal senken. Okay. Und bei der Brauerei hier ebenfalls, das können wir uns nicht leisten. Okay, sehr schön. Dann haben wir eine ganze Menge Geld ausgegeben. Und wir sollten echt daran arbeiten, dass das Viertel wieder besser wird. Damit wir vor allen Dingen auch hier mehr Einnahmen generieren. Weil ich meine, die Leute gehen jetzt halt zwar raus. Wir sehen das hier. Das finde ich eigentlich ziemlich gut gemacht. Wenn wir hier mal rübergehen. Die Leute gehen ins Bordell. Ab und an nochmal in Casinos. Aber so richtig in Kneipen gehen sie nicht. Jetzt überlegen wir uns mal. Das Viertel ist sehr gefährlich. Was macht man da? Geht einen wegstecken und dann schnell nach Hause. Saufen oder sowas, da haben die hier keinen Bock drauf. Also sollten wir echt diesen Krieg in der nächsten Folge hoffentlich beenden. Wir sind jetzt 2, 4, 6 Leute. Wir lassen die Zeit mal weiterlaufen. Dann müsste unsere Verstärkung ankommen. Wo ist er? Und dann sind wir jetzt 7 Leute. Und damit sollten wir unseren Feind hoffentlich in der nächsten Folge besiegen können. Also gut. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.